Ja, Modus Dialog ist aktiviert. Das geht's nicht mehr. Bloß in so einem Kaff? Ich hoffe, ihr habt einen Grund dafür, mich zu stören. Habe ich nicht gesagt, dass ihr gehen sollt? Gerüchte erzählen von einem mächtigen Magier, der hier draußen lebt. Das hat er uns schon mal bewiesen, indem er einen Reinkarnationszauber verdreht hat. Zum Hasenfußgenerator. Wenn ihr es seid, würde ich gerne mit euch sprechen. Gerüchtepaar. Es gibt hier keinen Zauberer, der es wünscht zu sprechen oder über die zu sprechen ist. Es sei denn, ihr besitzt Magie, die ihr verkaufen wollt. Ja, wir wären daran interessiert, magische Gegenstände zu kaufen, verkaufen oder sogar zu kaufen. Was habt ihr anzubieten? So, wir wollen hier, können hier den ganzen Schmuck loswerden. Das Schwert nicht. Hier könnten wir sogar die Sachen hier verkaufen. Das Symbol von Basilus und so weiter. Aber das wollen wir auch nicht. Die Sachen wollen wir abgeben für Questbelohnungen. So, Ringe und Schmuck können wir hier auch loswerden. Schriftrolle Kopfgeld ausgesetzt. Die können wir hier auch verkaufen. Der scheint an Kopfgeldschriftrollen interessiert zu sein. Feuerschutzrobe, Kettenhemd, Ungeschicklichkeitshandschuhe werden wir auch los. So wie das Kurzschwert. Tränke, die er vielleicht brauchen könnte. So. Ernsthaft, gibt es hier vielleicht einen Trank, den er gebrauchen könnte? Trank der Freiheit? Nee. So. Feueropalringe, ein paar Ringe noch. So. Und guckt mal, wir haben schon wieder über 3000 Gold. Ah, hier haben wir noch was. So, jetzt gehen wir mal seine Zauber durch, gerade der zweiten Stufe, ob er da was Schönes hat. Das sind alles Schutzformeln, die wollen wir nicht. Schmierenrüstung, das sind alles Stufe 1 Zauber. Magische Geschosse können wir noch mal kaufen. Am besten beide, dass wir eine Rückversicherung haben. Hier fangen die Stufe 2 Zauber an. Da sieht man, dass der Preis verdoppelt wurde. Ah ja, Spiegelbild wollen wir auf jeden Fall. Unsichtbares Entdecken wäre auch nicht schlecht. Flammenpfeil, den würde ich gerne können. Kann ich leider nur nicht. Schädelfalle ist Nekromantie. Die kannst du auch mal nehmen. So. Person festhalten wäre in manchen Fällen auch nicht schlecht, aber nee, ist okay soweit. Furchtbaren kann sie schon. Stärke, Spiegelbild, Glück. Glück macht den Finger bei allem, was er in die Hand nimmt. Glück erhält auf jede Handlung einen Bonus von 5%. Hierzu gehören Rettungswürfe, Trefferchancen, Diebstahlfähigkeiten und so weiter. Das wäre eigentlich gut, wenn Imuel mal versucht, wieder was zu knacken, was sie nicht knacken kann. Da nehmen wir auch mal Glück mit. So. Jetzt sind wir wieder etwas mehr pleite. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. So. Quick Save machen. Erstmal die hier in den Slot packen. Dann trinkt Düna hier diesen Zaubertrank. Damit ihre Intelligenz auf 25 steigt, damit wir auch ja alle Schriftrollen jetzt lernen, die wir hier gekauft haben. So, also Magiepan hat schon mal geklappt. Glück kann sie nicht lernen, weil das Verzauberung ist. Mist. Schädelfalle kann sie jedoch lernen und Spiegelbilder kann sie lernen. Dann können wir hier einmal das Stärke wegnehmen und Spiegelbilder reintun. Der Zauber ist relativ nützlich für Magier. Wie man schon bei gegnerischen Magiern gesehen hat. Auch Magiebann und die Schädelfalle, bis wir einen Feuerballzauber gefunden haben. So, ich würde mal sagen, hier drin können wir wahrscheinlich nicht rasten. Nein. Ja, was wiegt denn hier so viel, dass wir Düna hier mal kurz entlasten ein bisschen? Mit so wenig Stärke kann sie nämlich leider nicht weit laufen. So, erstmal zu Khalid kurzzeitig. Ja?
Nichts leichter als das. So, sie hat für 24 Stunden jetzt... Nichts leichter als das. Ja. Nur noch 3 Stärke und 3 Weisheit. Das ist allerdings nicht so ganz so schlimm. Wie sieht es mit ihrem EDW? Ist auf 27 eingestellt. Ah, jetzt ist er auf 18. Okay. Können wir uns jetzt hier noch eine Weile umschauen? Obwohl, wir sollten vielleicht eher erstmal rasten hier hinter der Heck, hinter dem, der Festung. So, das ist schon mal geglückt. Sie ist immer noch benebelt. 16 Stunden lang jetzt. Ihr habt eine Aber Aufgabe? Wir können die Zeit mal nutzen, uns weiter hoch zu heilen. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. So. Wenigstens habe ich jetzt genug Slots der Stufe 1, also bei Dünner hier, um wenigstens einmal identifizieren, ja, um immer drin zu haben. Autoritätsperson. Also ja, ich habe einmal identifizieren drin und dreimal magische Geschosse, das dürfte eine Weile reichen. Welche Stufe hat sie? 4. Auf Stufe 5 können erst die magischen Geschosse wieder... Ja. Auf Stufe 5 erst. Alle 2 Stufen. Ja, beinahe unter meiner Würde. Und ja, Stufe 5 kann bei ihr eine ganze, ganze Weile dauern. So, gut. Sonst alle okay? Ja, sonst sind alle okay. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal um die gehen wir erstmal um die hohe Hecke herum. Decken das Gebäude ganz auf. Und dann schauen wir uns das Gebiet an. Dann geht es zurück nach Berigost, die Quests dort abgeben. Also wir haben ja die Halboger für den Paladin getötet und wir haben dem anderen Typen sein Schwert wieder geholt. Die beiden Aufgaben können wir abgeben. Und bei der Gelegenheit auch die Skalpe verkaufen. Oh, und in den Tempel dann gehen. Oh, hallo, und Tote. Aua, nicht immer auf Dünner hier. Genau. Halt einfach tot um. Ja, das ist schon eine kleine Festung hier. Wobei ich nicht weiß, wie man auf die Tür bekommen soll. Oh, und wir haben wieder mal ein Permidian Stark. Hehe, immer langsam. Ich plane hier gerade den größten aller Überfälle. Wenn ihr hier solchen Lärm macht, kann ich mich ja selbst nicht denken hören. Ein Raub, das ist nicht besonders edel oder legal von euch. Das sagt Khalid. Gut, dann überlasse ich euch alles, was edel und rechtens ist. Und ich bleibe lieber ein Dieb. Verschwindet jetzt. Übrigens, was für einen Ruf haben wir schon? 18. Heldenhaft. Sehr schön. Gut, an dem Raub waren wir nicht interessiert. Der war wahrscheinlich, der Typ war wahrscheinlich so dumm und wollte den Magier da drin ausrauben. Das würde ich ihm glatt noch zutrauen. So, wir erkunden jetzt erstmal das Gebiet westlich, gehen dann hier oben rum und dann den Fitzel, dass wir dann nach Berigost zurückgehen. Die beiden Quests abgeben, dann gehen wir zum Latanda-Tempel. Hier. Und dann gucken wir uns die Küstenregionen an. Wir haben ja auch noch von der Feuerweinbrücke hier drüben gehört und, dem nahegelegenen Dorf Gullikin. Das will ich allerdings sehr viel später machen. Aber wir haben auch noch von einer Schule gehört. Die abgebrannt ist. Und dass dort auch noch etwas vor sich geht. Ah, gut. Aber erstmal gucken wir hier, was wir hier im Westen sehen. Noch mehr Küste. Also wir haben 3 Küstengebiete hier, die allesamt etwas garstig werden können.
Wenn wir nicht aufpassen. Oh, hier haben wir ein schönes großes Blumenfeld. Also ja, Hut ab, dass sie auch über sowas einbauen. Mit einem kleinen Tümpel. Ich meine, es ist nicht immer so ein Einheitsbrei. Es sind auch mal schöne Blumenfelder und sowas mittendrin oder am Rand tauchen mal auf. Yep. Hier geht's rum. Und hier oben lang. Okay, hier ist schon mal nichts. Und wir sind gleich im Norden angekommen. Dann sollten wir da runter gehen, das Fitzelchen, und dann da so wieder hoch. Eure Anständigkeit ist erfrischend, wenn man so vielen Rippeln begegnet. Die Sitze von der Gruppe variieren übrigens auch je nach Gesinnung unserer Gruppe. Also je nach Ruf unserer Gruppe. Ja, Hira wird sich jetzt wahrscheinlich schon längst beschweren, dass sich die Entwicklung der Gruppe nicht gefällt, dass ihr die Entwicklung der Gruppe nicht gefällt und ein neuer Anführer her muss. Nämlich sie selber. Weil ja, Hira ist die einzige Neutrale. Und Neutrale haben es lieber, wenn wir einen neutralen Ruf haben. Während es die Guten lieber haben, wenn wir einen guten Ruf haben und so weiter. Ein Haus mitten im Nirgendwo. Mit einer Riesenspinne und einem Ghoul davor. Das ist mal eine Kombination. Das ist auch eine tolle Kombination, dass wir immer Khalid nehmen. Noch ein Ghoul. Noch ein Ghoul. Ich hoffe mal, Leute, die gelähmt sind, kriegen Erfahrungspunkte. Ja, kriegt er. Es gibt nämlich Spiele, da kriegen Leute, die bewusstlos sind, keine Erfahrungspunkte, was ich etwas doof finde. So, Khalid ist wieder. Ist wieder entlähmt. So, ein Haus. Das sieht verlassen aus. Ich hab genug davon. Hier gut. Du bist ja ein komischer Kauz. Denn ich verstehe. Gemoin geht nach Fallen suchen. Dort ist eine Truhe. Und Schlösser öffnen ist sogar gelungen. Oh, ein Aquamarin. Ich kenne dieses Haus eigentlich und ich bin. Normalerweise gehe ich davon aus, dass diese Truhe saumäßig schwer zu öffnen ist. Also ich habe mal ewig lang versucht, da bräuchte man eigentlich einen ziemlich hohen Schlösseröffnungswert, um diese blöde Truhe zu öffnen. Oder sehr viel Glück, wie ich es gerade hatte. Oh, ach so. Wir wollten hier runter. Und da ist halt nur immer nur dieser Aquamarin drin. Also rentiert sich fast schon nicht, einen Trank dafür zu trinken. Hat Imoen eigentlich irgendetwas? Verstecken im Schatten. Und das macht auch noch für den Listbonus höher. Wie hoch ist denn ihr Verstecken im Schatten? Jetzt 85%. Da hat sie wirklich. Ghoul. Talisa hat einen Ghoul entdeckt. Ach da. Versteckt er sich in den Bäumen, das schmatzende Vieh. Ja. Ein Brief? Ich
Okay, an den Brief kann ich mich jetzt gerade gar nicht erinnern.